Hallo und herzlich willkommen. Hier ist mal wieder euer Gymnox und herzlich willkommen zur letzten Folge von Vizebeast Monster. Ja, ich weiß, die vorherige Folge ist Ewigkeiten her und diese Folge möchte ich auch hauptsächlich dafür nutzen, um, naja, ein paar Sachen zu erklären, was ich denn jetzt hier weiterhin machen werde. Und außerdem kann ich euch ja nebenbei auch mal zeigen, was ich jetzt hier gemacht habe. Das war das, was ich euch immer nicht zeigen wollte, was ich hier gebaut habe und auch nicht so ganz fertiggestellt bekommen habe. Die Idee am Ende war halt, dass man hier in den einzelnen Räumen dann halt seine, naja, zum Beispiel in diesem Raum hätte man dann hier seine Energieproduktion gehabt und in dem Raum hätte man dann zum Beispiel, weiß ich nicht, Maschinen gehabt und dann hätte man hier dazwischen alles schön hin und her geleitet und ja, hier hat man einen Lavaraum. Dann hätte man hier in dem Raum, hätte man dann alles ja, schön drin platzieren können. Mehr oder weniger mit Platz. Naja. Das war das, wo ich noch dran gearbeitet habe, wo das Ganze hier noch aktiver war. Ja, hier seht ihr auch, die Lava muss ich noch auffüllen. Eventuell ist auch schon wieder der... Ah, nee, der funktioniert noch, okay. Das ist nämlich ab und zu mal Shunk-Resets im Nether gehabt, wodurch die Pumpen irgendwie kaputt gegangen sind und so. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, warum das Ganze? Aus einem einfachen Grund. Und zwar ist mir Minecraft 1.64 zu langweilig. Ich habe das so ewig gespielt, ich habe das... Ja, praktisch das komplette Jahr über gespielt. Jetzt leckt es hier auch extrem, ganz klasse. Und es ist mir irgendwie zu langweilig geworden. Aber ihr sollt nicht darauf verzichten, auf Minecraft. Und ich werde im August jetzt leider erstmal nicht unendlich viel Zeit haben. Da wird jetzt regelmäßiger Sacred kommen. Also Sacred 3, habt ihr ja vielleicht sogar schon gesehen, da wird jetzt ungefähr alle 3 Tage jetzt eine neue Folge kommen, wenn es klappt, ich hoffe mal. Und ansonsten, wird Agrarian Skies hochgeladen, da sind wir gerade noch am, ja, Voraufnehmen, ein wenig hin und her machen. Das Ganze hat jetzt auch schon wieder einen Monat Verzug, weil mein Rechner zwischendurch kaputt gegangen ist, für die Leute, die es mitbekommen haben. Und, ja, ansonsten wird im September werden dann sehr viele Mod Spotlights kommen, habe ich mir vorgenommen, in der Hoffnung, dass ich es dieses Mal auch einhalte. Und außerdem werden, vielleicht, also das muss ich mir überlegen, wie es bis dahin aussieht, wenn es bis dort ein, dorthin ein gutes 1.7.10 Modpack gibt. Ich habe da schon ein paar in Aussicht. Sowas wie Bevo's Tech Pack oder eventuell auch Modsoos, also Modsoße. Muss ich mal gucken, welches mich am meisten interessiert, ob es bis dorthin ein gutes, stabiles gibt. Und dann spiele ich das weiter. Ansonsten, ja, dann wird es dort eine neue Aufnahme geben. Eventuell sogar mit einem Together, eventuell halt auf einem Server. Das muss man erstmal dann noch sehen. Aber bis dahin ist das Ganze hier erstmal abgeschlossen. Auch wenn es irgendwie viel Arbeit war und ich viel Zeit reingesteckt habe, aber es nie wirklich fertig geworden ist, nie so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber, naja, so ist das halt in Minecraft. Man hat halt irgendwie das Gefühl, man könnte immer noch was machen. Ja. Naja. Alles klar, also. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt traditionell die... machen wir doch traditionell einmal... Gibt's sowas wie Nukes? Ich weiß nicht, sind das die normalen? Ich habe jetzt ewig nicht mehr Industrial Craft gespielt. Nee, das sind die komplizierteren.
aber die ging doch irgendwie ähnlich. Braucht man da nicht. Braucht man da nicht. Moment, ich krieg das raus. Also. Ich tu mal einen Uranblock in die Mitte und TNT außen rum. Scheinbar nicht. Okay, ich erkundige mich kurz. Okay, alles klar. Dann. Ja, ne? Ich bin das jetzt irgendwie größer vorgestellt. Okay. Seltsam. Warum habe ich jetzt hier eigentlich irgend so einen random negativen Statuseffekt? Das nervt mich ein bisschen. Das war irgendwie jetzt nicht so groß, wie ich erhofft habe. Übrigens, alle Blöcke hier wurden per Hand gefarmt. Also das war richtig viel Arbeit. Boom. Ja, das ist irgendwie nicht so dramatisch gewesen, wie ich erst gedacht habe. Das sieht ja gar nichts hier. Wo ist das denn? Bin ich jetzt glatt ein bisschen enttäuscht. Naja. Machen wir es halt anders. Bis gleich. Okay, das war der Fehlzündung. Bist. Naja. Dann machen wir einfach so noch ein bisschen weiter. Na los. Los. Na gut, dass es ein Creative Tool gibt vom Builder's Wand. Ach ja. Das von dem TNT hinsetzen. Oh, stimmt, Redstone-Blöcke. Huch. Ja. Und dann lösen wir das hier doch auch direkt mal auf. So. Ja, ne? Denke, kann man fast so lassen. Na gut, also. Wir sehen uns dann irgendwann mit was Neuem. Und bis dahin baut klein Blödsinn. Ne? Also ihr wisst ja, immer schön sauber bleiben. Haut da rein, euer Gymnox. Ciao, ciao.